Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rätselguide präsentieren. Heute geht es mal wieder um das Event Geheimnis von Azeroth und dort will ich euch heute den insgesamt fünften Tag an Rätseln zeigen. Falls ihr das Ganze nicht wisst, wie das funktioniert mit den Geheimnissen von Azeroth, jeden Tag gibt es während des Events ein neues Rätsel. Diese Rätsel könnt ihr aber auch in einem Aufwasch quasi machen, wenn ihr jetzt die ersten verpasst habt. Ihr müsst die aber in der Reihenfolge machen, weil das einfach Quests sind. Jeden Tag gibt es ein neues. Heute in dem Video das von Tag 5. Falls ihr die anderen von den vorherigen Tagen nicht habt, dann könnt ihr gerne die Infobox gucken. Dort habe ich euch die anderen Tage quasi verlinkt. Könnt ihr die als erstes machen und dann, wenn ihr die abgeschlossen habt, hier wieder in das Video zurückkommen. Kleine Randinformation noch zusätzlich. Ihr könnt auch alles am Ende des Events machen oder wenn das Event auch zu Ende ist. Blizzard nimmt die Sachen nicht raus. Ich werde dann nochmal ein Komplettvideo machen und dann könnt ihr euch auch das komplett auf einmal erspielen. Da gibt es dann unter anderem auch ein Reittier. Gut, soweit dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in das Rätsel rein. Dann schauen wir uns jetzt das Rätsel vom fünften Tag an. Und dazu sind wir mal wieder hier in dem gerösteten Geißbock, einmal in Waldracken auf den Koordinaten 47, 47. Und dort können wir nochmal mit dem Bobby quatschen. Da hatten wir die anderen Rätsel teilweise auch schon. Und der hat jetzt einmal eine neue Quest, beziehungsweise wenn wir die direkt abschließen, dann kriegt es eine Notiz. Und das machen wir jetzt mal. Und ihr seht, da haben wir jetzt einmal die Notiz drin. Und hier haben wir wieder ja, ein paar Hinweise. Unter anderem müssen wir in die Azurblaue Gebirge. Und dann gibt es noch ein paar Koordinaten. Und ich würde sagen, da begeben wir uns jetzt als nächstes mal hin. So, Dola, wir sind jetzt einmal im Gebiet Azurblaues Gebirge angekommen. Und ja, ich verrate euch gleich mal die Position, wo ihr hin müsst. Einmal auf die Koordinaten 78, 32. Und hier oben in Vaktros müssen wir quasi zu dem Pylonen hier. Und dort ist es so, dass eine Tafel liegt, enthüllte Tafel. Die seht ihr aber im Normalfall nicht. Um die sichtbar zu machen, wie es bei mir der Fall ist, braucht ihr wieder aus dem Rätsel davor die Fackel von Pyret. Die aktiviert ihr einfach, dann kriegt ihr einen Buff. Und wenn ihr dann hier hinlauft, kanalisiert ihr so einen Strahl quasi auf diesen Pylonen. Und erst dann seht ihr diese Tafel. Die können wir anklicken. Und dann können wir hier einen Abdruck machen. Und wenn wir den Abdruck gemacht haben, bekommen wir eine Quest. Die Quest können wir annehmen. Und jetzt müssen wir quasi wieder zurück nach Waldracken. So, da im gerösteten Geißbock zurück. Können wir das jetzt wieder beim Bobby abgeben, das Ganze? Die Notiz von der Tafel. Und damit sind wir schon durch. Das war jetzt eigentlich eine relativ kurze Angelegenheit. Und ja, damit haben wir dann den sechsten Tag auch, den fünften Tag und das sechste Rätsel auch abgeschlossen. Juti, dann sind wir auch schon durch mit dem Ganzen. War ja diesmal relativ kurz. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.